waren zuerst ein bisschen erstaunt, vor allem die, die jetzt gesagt haben, ja, aber eigentlich bin ich Atheist, eigentlich glaube ich ja gar nicht und in die Kirche gehe ich auch nicht. Er ist ein junger Historiker und hat natürlich Geschichte genau studiert und hat gesagt, also das mit der Mission und der Kirche, das geht so gar nicht. Wir haben ein Glück erfahren, das uns so erfüllt, dass wir gar nicht anders können, als das mit anderen zu teilen. Wächst eine Generation heran, die Kirche nur mehr museal wahrgenommen hat. Und zu diesen Menschen muss man hingehen. Wir gehen da in die Bars, Kaffeehäuser, kulturellen Städten und laden Politiker, Wirtschaftsleute aus den unterschiedlichsten Bereichen der Welt ein, um über Gott und die Welt miteinander ins Gespräch zu kommen. Sehr gerne veranstalten wir auch Hauskreise, wo einfach jemand in sein Wohnzimmer einlädt, seine Freunde, seine Arbeitskollegen, seine Nachbarn, wo man in ganz ungezwungener Atmosphäre dann gut über den Glauben, über Gott und die Welt ins Gespräch kommen kann. Wo ich anknüpfe bei dem, was einem anderen Menschen heilig ist, wertvoll ist und wo ich von daher versuche, über das zu reden, was mir heilig und wertvoll ist. Es ist Gott, der träumt, mit uns zusammen zu sein. Es ist eigentlich die Sehnsucht Gottes, wie ein Geliebter mit seiner Geliebten zusammen sein will. Die größte missionarische Kraft ist die Freude, weil die Freude absichtslos ist. Es braucht nicht immer den Profi und es braucht jetzt nicht ein großes theologisches Wissen, um meinen Glauben zu teilen, sondern es genügt die authentische Erfahrung. Es gibt diese wirkliche Sehnsucht, heimzukommen, zu Hause zu sein. Und die Kirche hat diese Aufgabe, dieses Zuhause zu bieten, wo ich ganz tief angenommen bin. Auch mit meinem Versagen, mit Schuld, mit gebrochenen Situationen.